Wir sind vorhin alarmiert worden um 16.08 Uhr zum Wellingshof Haus Nummer 7. Schuppenbrand mit Pferde im Gebäude. Auf der Anfahrt habe ich festgestellt, Wellingshof 7 ist das hier nicht. Es handelt sich hier um den Wellingshof 1, wo wir letzte Nacht auch schon waren. Nur drei Hallen weiter unten. Dort hat sich vermutlich heute Nacht ein Glutspan auf dem Dachbalken innen in einer großen Bergehalle abgelegt beim offenen Tor und hat sich jetzt vor sich hingeglübt. Und dort ist der oben der Fürstbalken durchgeklimmt. Und da haben wir jetzt durch Zufall haben das die Bewohner, die Besitzer festgestellt und haben dann die Feuerwehr alarmiert. Warum das dann zum Wellingshof 7 gekommen ist, hat eine Frau angerufen, die hat da unten Pferde und die hat wahrscheinlich vermutlich gesagt, bei den Pferden und hat die Hausnummer nicht gewusst. Aber wir haben dann Gott sei Dank die Einsatzstelle gleich gefunden, sind mit zwei C-Rohren und dann von beiden Seiten innen hochgegangen zu dem Fürst, haben die Steckleiter gestellt und die Schiebeleiter gestellt und haben das kontrolliert. Ein Bewohner, ein Mieter vom Gebäude, ist bereits hochgeklettert gewesen, hat da oben gemeint, er müsste akrobatische Turnübungen machen. Deshalb haben wir auch gleich noch eine RTW zur Einsatzstelle gefordert, weil wir nicht wussten, ob diese Person stürzt oder nicht. Nach langem Gerede und etwas Diskussion auch mit der Polizei, mit ihm, ist er wieder runtergestiegen über den Dachbalken, über das Gebälke. Und er ist jetzt vorsichtshalber mal mit dem RTW in das Krankenhaus zur Kontrolle mitgenommen worden. Wir sind vorhin kurz davor auch alarmiert worden. Hier in dem Brandobjekt, wo wir heute Nacht waren, hat es eine leichte Nachrauchung gegeben. Da war ich aber eine Viertelstunde davor hier an der Einsatzstelle, habe die Rauchentwicklung gesehen, habe gesagt, das ist nur Wasserdampf noch von dem heißen Sandstein, wo da noch warm ist, und vom Wasserdampf, und habe gesagt, da müssen wir nichts machen. Dann war ich gerade zu Hause, da geht der Melder wieder los und wir sind hier gekommen zum Nachlöschen. Von der Einsatzstelle heute Nacht nochmal und Kontrolle. Dann haben wir vorsichtshalber die Sandsteine wieder mit einem kleinen Bagger hier vor Ort von der Nachbarfirmerei. Ist der Besitzer gekommen und hat es können weggemacht ein bisschen und haben wirklich hier alles sauber abgelöscht. Dann sind wir reingefahren, haben alles aufgeräumt, war noch im Gerätehaus, kommt wieder eine Alarmierung, Wellingshof 7, Schuppenbrand mit Pferde im Gebäude. Ich kann es Ihnen sagen, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film, das gibt es nicht. Bei dieser Alarmierung. Also sind wir wieder komplett, wir haben wieder Vollalarm, oder nicht Vollalarm, Großschleife 1 bekommen. Wir sind jetzt mit 4 Fahrzeugen, 27 Mann hier an der Einsatzstelle, werden jetzt das komplette Gebäude nochmal kontrollieren, werden die angrenzenden Lagerhallen anschließend alle kontrollieren nochmal und besichtigen, auch die von den Nachbarn nochmal. Einfach reine Sichtprüfung. Wenn da hier so ein Klimmspann, eine Glut irgendwie heute Nacht durch den Wirbel oben sich abgelegt hat und jetzt langsam vor sich hingelimmt, können wir natürlich nicht alles sehen, wir können nicht alles kontrollieren, jeden einzelnen Balken und machen. Das geht nicht, aber wir hoffen, wir werden auch den Anwohnern sagen, na, sollen heute noch mal vorsichtig sein und ständig noch mal auf der Lauer sein. Aber ich hoffe und wünsche mir jetzt für alle, auch für meine eigenen Einsatzkräfte, dass wir diese Einsatzstelle jetzt heute endlich für uns abhaken können nach diesem Einsatz.